glaube, ich bin falsch. So, also, rufe das aus. Auf. If predicate. Nein, unless. Genau. Das Prädikat würde, wenn ich da mehrere Grenzwächter hätte und das Prädikat sagt, ein Spieler, der nicht in der Nähe eines Grenzwächters ist, also eine Distanz hat, wie funktioniert das mit dem Prädikat nochmal? Ich teste das jetzt einfach mal, Leute. Okay, also ich habe hier... Was, wo brauche ich den? Ich habe hier einen Ordner Predicates. Den mache ich jetzt. Was ist ein Ordner Predicates, Leute? Und da drin kann ich eine Datei machen. Prädikatsdateien sind JSON-Dateien. Das heißt, ich nenne es Frontier Guard. Frontier Guard JSON. Ja, ich möchte die Datei umbenennen. Danke. Ah, und dann könnte ich einen eigenen Namensraum machen. Momentan wäre das ja so, wenn ich jetzt hier sage Function, dann ist hier sowieso schon benennet. Das heißt, ich könnte einen eigenen Namensraum Frontier Guard machen. Geil, das gefällt mir, das mache ich. Und dann nenne ich sie aber Frontier Test. Oder Test. Frontier Predicate. Es ist ja ein Prädikat. Es ist wahrscheinlich das einzige Prädikat. Ich mache es wieder rückgängig. Okay, dann habe ich Frontier Guard. Und jetzt muss ich die Datei beschreiben. Wir wechseln mal eben, Leute. So, also. Hier ist jetzt unser Prädikat. Frontier Guard JSON. Das habe ich jetzt hier drin, Leute. Ich hätte schon eher wechseln sollen. Hier haben wir unsere Random-Funktion. Und hier habe ich jetzt einen neuen Ordner gemacht. Predicate mit Frontier Guard. Und... Hier ist die Datenstruktur, Leute. Also hier ist Data, eigener Namensraum. Das ist Winternet. Predicates und dann habe ich hier die Frontier Guard JSON-Datei.
Genau. Und so, wir haben jetzt hier die Wurzeleigenschaft. Condition, das ist die Voraussetzung. Und dann andere Teile der Bedingungen sind hier unten. Und die möglichen Werte für Condition und den zugehörigen zusätzlichen Inhalten. Und hier unten sind Beispiele. Das heißt, wir holen uns jetzt einfach mal das Condition. Und das ist ein Minecraft Location Check, Leute. Denn hier ist ein schönes Beispiel. Hier ist die Bedingung und hier der Befehl. Überprüft, ob sich eine Kreatur im Sumpf in der Bounding Box der Sumpfhütte befindet. In Kombination mit dem unteren Befehl wird jede Kreatur außer der Hexe, die sich in der Bounding Box der Sumpfhütte befindet, der Status-Effekt Vergiftung gegeben. Also hier Effekt Give at A Predicate gleich meine Daten unterordnen, also das ist der Pfad. Hexenhütte, so heißt die Datei. Type nicht Minecraft Witch. Das heißt, jede Einheit, jede Entity, die in einer Hexenhütte ist, und zwar in einer, hier Swampart, in einer Hexenhütte, im Sumpfgebiet aber auch, in der Oberwelt. Oberwelt, Sumpfgebiet und dann die Hexenhütte, Leute. Und die keine Hexe ist, erhält den Effekt, also hier Give, Effekt, Minecraft Poison. Und das hier ist die Bedingung. Und wir haben jetzt hier den Minecraft Location Check. Denn das möchte ich auch machen. Und jetzt brauchen wir hier noch das Predicate. Und das Predicate ist jetzt hier ab hier, Leute. Steht hier oben. Wir haben hier den Location Check. Und der hat Offset X, Y, Z. Wir möchten keine Offsets. Also ich möchte keine haben, Leute. Und wir haben hier das Predicate. Und das Prädikat angewendet auf Standort. Nutzt dieselbe Struktur wie die Fortschritte. Die haben wir hier. Und wir haben hier die Kriterien für eine Entfernung. Das heißt, wir nehmen hier jetzt die Distance. Übrigens, hier oben ist das Kriterium für eine Position und hier sind Biome, Dimension und Feature. So. Und hier hätten wir jetzt für das Prädikat Distanz. Wir nehmen horizontal, die Y-Koordinate ist mir egal. Und hier haben wir Min- und Max-Werte. Und wir brauchen Min nicht, wir nehmen nur Max. Und da nehmen wir jetzt einfach mal 50 zum Test. Und das ist ein Z. Was ist Z für ein Wert? Wo ist die Legende? Object. Es gibt Hinweise. Number. Okay, passt. Dann egal. Gehen wir wieder zurück. Eine Netherreise, also Dimension gewechselt, Ort betreten. Das hatte ich ja noch gar nicht gesehen. Ort verlassen müssten wir machen. Minecraft Location, wir haben Location Check. Würde alle 20 Ticks, also jede Sekunde, auslösen und prüfen, wo sich der Spieler befindet. Conditions, Kriterien für die Position des Spielers. Okay.
Beispiel. Kriteria, Beispiel, Trigger, Minecraft Location, Conditions, Biome Tiger, Feature Mansion, Dimension Overworld, Position 0, 60 und Z ist Minimum 10, minus 10 und maximal 10. Dann trifft es. Genau, Player-Kriterien, die das Spiel erfüllen muss, um den Fortschritt zu erhalten. Erhalten? Und mal was? Wo bin ich denn jetzt schon wieder hingekommen? Mal nachsehen. Benutze. Nein. Okay, Fortschrittsdaten. Diese Datenstruktur. Auslöser. Ohne Zutun des Spielers. Wird jeden Tick ausgelöst, wird nur mittels Befehl vergeben. Ah ja. Ich möchte aber keine Trigger, das wären ja dann Auslöser tatsächlich für Fortschritte. Oder? Datenstruktur. Die namenlose Haupteigenschaft. Und dann entweder Kriteria oder Display. Oder Rewards. Bei Prädikate war das Beispiel aber anders. Wie hieß das da nochmal? Huh. Ja, offenbar ist es ab hier. Conditions. Und das sind hier eben. Kriterien für Auslöser, Leute. Es gibt Kriterien für eine Position, für eine Entfernung, für Statuseffekte, für Objekte, für Schaden, für eine Schädigung, für einen Gegenstand. Wir brauchen das für eine Entfernung und eine Position. Wir bräuchten praktisch echt blöd hier aufrufende Auslöser. Ach so, manchmal. Dann wären hier die Beispiele. Mal sehen, ob wir einen guten hier Condition Distance horizontal Minimum 5. Duration min 100. Das heißt, ich darf auch eine Duration machen? Wo ist denn hier Duration? Wo ist denn hier die Angabe? Hier tatsächlich. Ah nein, die ist hier auch nochmal. Kriterien für die Entfernung, die geschwebt wird. Das ist die Entfernung. Und dann noch zusätzlich noch Duration und hier der Player. Okay, dann suche ich jetzt mal noch für nach Entfernung. Okay, Endeauge geworfen, das ist mir egal, aber wir sehen uns das Beispiel trotzdem an. Distance Min Max, das ist ja eigentlich hier oben. Hier haben wir ein Beispiel, eine Nether-Reise.
Kriterien für die Entfernung zwischen dem Oberweltpunkt, an dem der Spieler den Nether betreten hat, und der Oberweltpunkt, an dem er wieder rauskommt. Minecraft Nether Travel. Distance, horizontal und absolut. Insgesamt 1000 und Minimum 1100. Okay. Interessant. Und hier das Schweben. Kriterien für ein Objekt. Diese Kriterien können zur Bestimmung eines Objektes verwendet werden. Die Objekt-ID, Objektdaten, das heißt, wir können ein Objekt platzieren, Leute. Kriterien für die Position des Objektes, für die Entfernung des Objektes vom Spieler und Kriterien für alle Statuseffekte des Objektes. Heißt es, ich brauche das hier? Interessant. Das heißt, ich könnte einen Gegenstand platzieren. Diesen Gegenstand benennen am Amboss. Machen wir. Geht das? Ich teste das einfach mal, Leute. Ich brauche jetzt einmal Bedrock. Einen Amboss. Ja, den muss ich eh gleich platzieren. Und ein Namensschild. Und jetzt nenne ich den Grenzwächter. Erfahrungskosten 1. Muss ich dafür jetzt echt Erfahrungspunkte zahlen? Mal sehen. Wir haben jetzt 45. Passt. Nur mal ganz kurz draußen aus dem Creative-Modus und schon kommen ganz viele Phantome. Okay. Weg damit. Und jetzt platziere ich den. Ich platziere den einfach mal hier. Das geht nicht. Okay, es geht nicht. Machen wir anders. Brauche nochmal den Amboss. Und ich habe den Bedrock leider weggemacht. Grenzwächter. Immer mehr werden es. Okay, wir testen mal. Tata gets block. Oh, 100. Ist das der, wo ich hinsehe? Nein, ist er nicht.